Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem RP-Projekt zusammen mit dem Julian Seidebacher, mit dem Felix Müller, mit dem Joachim Zimmermann und natürlich mit dem Herrn Bürgermeister. Wo ist er denn hin? Winde! So, ja, hallo, herzlich willkommen. Schauen wir mal, wo uns die Giftzwergdose hinführt, da in den komischen Bild da. Ach, ja, also, ach, Herr Seidebacher. Also ihr habt auf jeden Fall zugeschlagen oder was bei dem Hof? Ja, wir haben Zuschlag gemacht. Das Bestmöglichste nochmal ausgehandelt und jetzt geht's ab. Die haben den wollen okay. Wir wollen uns auf den Arm nehmen. Also mal so gesehen, ich habe da hinten so wunderschönen Wald gesehen, gehört eigentlich auch zu euch? Nö. Nicht? Ja, schade. Ich würde nämlich gerne mal hier ein bisschen Wildforsten. Ja, weil so ein bisschen Holz, das liegt uns nämlich auch ein bisschen. Früher bei unseren Opas haben wir nämlich auch ein bisschen Holz gemacht. Deswegen, das liegt uns ein bisschen. Ich glaube, du hättest rechts fahren müssen. Aber egal, du kannst hier vorne auch. Wir haben noch Wildsland. Aber wir haben noch Wald. Danke. Bitte schön. Aber geil. Nee, ja. Muss ich mal den Nerv fragen, ob das auch dazugehört. Der ist ganz aufgeregt, glaube ich, weil ja jetzt. Herr Müller, hier, hören Sie mal auf zu zittern hier. Alles gut. Ganz ruhig. Bin aufgeregt, er ist doof. Ganz ruhig. Ja, jetzt. Er ist eine Parasit. Entspann sich hier, Füße ausstrecken. Herr Zimmermann. Oh, jetzt aber hier, jetzt übertreibt man nicht. Herr Zimmermann. Ja. Lassen Sie mal bitte die 500 PS aus dem Auto aus. Ey, jetzt übertreibt nicht, wenn ich hier aus der Kurve liege. Ich kotze ins Auto. Alter. Ins Mieterauto, kannst du sauber machen. Mach ruhig. 150, 100. Ruhig, Junge, wir sind nicht genau. Oh! Kotzen Sie doch nicht, oder? Oh, jetzt bin ich auch nicht mehr so entspannt, du. Ja, wir sind innerorts, da fahren wir 50. Fahr 50. Ja, 160, das geht auch höher. Wir müssen ja die komplette Pace ausnutzen. Dominik soll mal übrigens kein Auto geben, der fährt so beschissen. Deswegen fahre ich auch immer. Ja, ja, genau. Okay. Hier links. Der hat nur nichts. Der hat nur nichts. Da links, ist mir doch egal. Ich weiß nicht, wo es ist. Ja. Doch, also, da wo unsere Autos stehen. Herr Seidebacher. Was denn? Sie haben noch zwei von den Fahrzeugen. Ja, richtig. Dann könnt ihr doch vielleicht eins abgeben, oder? Mir gehört aber nur eins. Das andere gehört mein Freund. Herr Dominik Frugel, haben Sie ein Fahrzeug hiervon? Was? Das ist meiner, ja. Wären Sie vielleicht in der. Hier ist irgendwie keiner, hä? In der Abgabe, den uns vielleicht zu geben? Bei einer Leihgebühr von 10 Euro in der Stunde kann ich Ihnen gerne geben. Da müssen wir den aber noch pink färben. Das hier aber auch hier was. Ist hallo! Du kannst doch einfach die Tür aufmachen. Top, also wenn es nicht abgeschlossen ist. Ja, aber trotzdem, hast du die Nummer von dem? Ich hab die Nummer. Ja, die hat Herrn Müller. Ich hab die Nummer von dem. Das hilft dir, dann ruf den nochmal an. Wer ist? Ruf den mal an, Herr Müller. Okay. Ja, ruf den mal an. Ja, wen denn? Herr Smith. Okay, den Händler. Gut, warte, jetzt gut. Sollen wir hier hinkommen. Eieiei, sie glauben es nicht. Ich glaube, ich hätte hier doch alleine einen Hof aufmachen sollen. Ja, hätte ich genau empfohlen. Ich dachte eigentlich, sie machen auch noch einen zweiten eigenen Hof auf. Also haben sie sich einen guten Kollegen gefunden. Aber der hat den Kredit ja aufgenommen. Im Zweifelsfall ist ja nicht mein Geld, was sie verloren haben. Du bist ein Hinterhältiger, der Arme. Ja. Aber das macht er schon. Das wird schon mit euch zwei. Ach, da ist er doch. Der Herr Smith, ich glaube, der hat gar keine Lust, hier Fahrzeuge zu verkaufen. So wie ich glaube, der ist aktuell nur am Helfen. Bei der Spedition. Er ist doch da. Er kommt doch gerade. Boah, ist das ein schöner Bagger. Ja, den ja. Wir uns aber nicht. Moin. Hallo, Herr Smith. Wie kann ich dir helfen? Ja, Herr Smith, also ich hätte gern erstmal einen Fahrzeugkatalog, wenn das für Sie kein Problem ist. Seidebacher. Ganz wichtig, die Tür hier bitte offen lassen. Offen lassen? Ja, also merken Sie, Herr Seidebacher, also. Hey, wie hängt mal die zu? Ich habe keine Ahnung. Normalerweise lass. Was denn? Kommt nochmal zu mir. Ja. Boah, das ist schon mal ein Katalog. Herr Seidebacher? Was ist denn?
Sie müssen auf Ihren Kollegen aufpassen. Auf welchen Kollegen? Auf diesen dummen Vogel. Ja, ich weiß. Das ist wie so ein Hund, ey. Den müsst ihr echt eine Leine dran führen, ey. Wirklich. Das ist ganz schlimm. Ich sehe, Sie haben auch ältere Gebrauchtraktoren. Also, die Fahrzeuge, die hier gerade stehen, lassen Sie bitte in Ruhe. Danke. Sind Schweine. Sie haben ja auch gebrauchte Fahrzeuge. Dominik, beherrsch dich mal, wirklich. Du kriegst mal einen über den Kopf gehauen. Jedes Mal gehst du in jedes Auto rein. So, beherrsch dich mal. Herr Seidebacher, Herr Vogel, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Wir sind eigentlich mit den zwei hier hingekommen. Wir suchen nämlich aktuell ein bisschen Arbeit. Okay. Ja. Also entweder habe ich Warenvorstellungen oder da hinten im Busch sitzt irgendwas. Was? Wie da hinten sitzt was? Aha. Also... Okay, danke. Ich glaube, hier sitzt nichts. Ne, alles gut. Da ich glaube, ist jemand. Ich da ist jemand. Hier rennt doch einer. Wo? Ja, der Herr Haft ist das. Im Wald rum. Der Herr Haft ist das. Wusste ich doch, ich sehe es. Herr Haft, bleiben Sie mal hier. Wo rennt denn der hin? Bleiben Sie mal stehen. Hallo. Hallo, Herr Haft. Herr Müller. Okay, wer kann man Ihnen helfen? Herr Müller, hallo. Ich bin hier am Pilzpflücken. Pilzpflücken im Busch. No. Ich hab schon was gedacht. Erstmal ein paar Pilze pflücken. Ja. Wo ist denn der Herr Müller hier? Ich nicht. Okay. Ich bin doch hier. Und würden Müller, Sie Ihr Auto Sie bitte von der Straße runternehmen? Einzelnen Sprüchen, Herr Müller. Das steht ja geparkt. Ja, aber Sie stehen hier mitten in der Einfahrt rein. Mitten also in der Einfahrt und mitten auf der Straße. Ja. Jetzt darfst du sogar stehen. Ja, aber Mane. Nein, dürfen Sie nicht. Ist immer noch eine Einfahrt. So. Ja, Herr Seidebacher, Herr Vogel. Was war jetzt? Ja, nee. Wir suchen aktuell ein bisschen Arbeit. Ich weiß nicht, ob Sie eine Arbeit anzubieten haben. Herr Müller, kommen Sie jetzt auch. Müssen Sie mal den Herrn Huber fragen. Ja, genau, bei dem war mir schon. Sind ja auch hier. Der hat gesagt, der würde sich nochmal melden, wenn Arbeit anzubieten wäre. Ja. Auf jeden Fall gleich, weil die Spedition oben ist fertig und... Okay. Herr Dominik Vogel? Da müssen jetzt gleich die Fahrzeuge hoch. Was machen Sie denn hier an den Fahrzeugen? Das hört sich ja ich gut an. Ich schaue es mir nur an. Wieso? Ist doch ein schönes Fahrzeug hier. Ja, ich kenne mich nicht für den Weg. Also auf jeden Fall würde ich beim Huber nochmal nachfragen. Ja. Weil jetzt gleich die ganzen Fahrzeuge von der Spedition hier in der Stadt hoch zur 9 müssen. Na gut, ich kann ihn ja anrufen. Ich habe ja die Nummer von ihm. Hat der geraucht oder so? Wer? Der. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Ich bin mal kurz weg. Das ist ganz komisch irgendwie, der Bürgermeister. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ich rufe mal kurz in der Huber an. Alles klar. Herr Vogel, kann ich Ihnen denn noch weiterhelfen? Oder gehören Sie noch mit zum Herr Seidebacher? Nein, gern gehe ich mit dem Herrn Seidebacher mit. Alles klar. Danke für die Info. Servus. Nur bedingt, weil dadurch, dass ich bei der Baustelle habe ich ein bisschen Hilfe gebraucht und dadurch, dass er Zeit hatte, Genau. Ja, weil der hatte uns gerade angesprochen, ich habe dann gesagt, wir suchen aktuell noch Arbeit, da hatte er gesagt, ich sollte sie mal anrufen, weil anscheinend irgendwelche Fahrzeuge wohin gefahren werden müssen. Jetzt natürlich schon. Okay. Wo wäre das? Ich komme gleich zur Okay, wir stehen nur noch beim Händler. Jo. Passt. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Jo. Also der Herr Bürgermeister ist auch nicht ganz dicht. Ja. So. Ich spreche hier gerade was privat oder? Wir sind hier gerade am Shopping, was wir uns hier besorgen. Shoppen jetzt. Okay. Ja, also wir werden jetzt leider erstmal weg, weil wir haben jetzt ein bisschen Arbeit gefunden. Ja, dann. Jo, ich hab zum Herrn Zimmermann gesagt, vielen Dank. Dass wenn der Traktor kommen soll, dass er kein
Klimbertraktor kaufen soll, den man ankurbeln muss. Also, wir würden uns nochmal melden wegen Arbeit. Oder sie melden sich bei uns, wie gesagt. Haben Sie meine Telefonnummer? Ja klar, ich habe sie Ihnen ja meine gegeben und ich habe ja vom Herrn Zimmerner genauso die Nummer. Herr Vogel? Ja. Haben Sie meine Handynummer? Ich hab sie klar, ansonsten habe ich. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie eingespeichert habe. Tschüss. Tschüss, Herr Servus. Vogel. Servus. Alles? Beim Kreisdrehen wollte ich tatsächlich das ESP testen, ob der Wagen ausbricht. Okay, und der Notbremsassistent, testen Sie dann wohl an meiner Halle oder? Genau. Am Arsch. Können Sie an Ihrem Stadtgebäude? Hab ich schon. Hat sehr gut funktioniert. Also ich muss sagen, relativ egal. Gut gemacht. Wir fahren jetzt hier von dem Hof runter und gut ist. Alles klar. Ich habe keinen Bock, dass hier die ganze Zeit irgendwelche Streifen auf der Straße sind oder hier auf dem Weg, weil hier nur Kreise gedreht werden. Ja, alles klar, kann ich verstehen. Haben Sie eine Alternative, wo ich den ESP-Assistenten ausprobieren könnte? Auf einer normalen Straße. Ja, aber dann könnte er... Oder fahren Sie auf irgendein Feld oder so, keine Ahnung. Okay. Mir auch egal, Hauptsache ein Tier. Ja, alles klar. Ja, Abflug. Mach ich. Notbremsassistent hat wieder sehr gut gewickelt. Der Huber. Hupe tut auch. So. Wie kann ich Ihnen beiden jetzt weiterhelfen, Peter? Der Herr. Ja, der Huber kommt gleich hier runter. Ah, ich glaube, der ist sogar schon da. Oh ja. Den habe ich gerade eben hinter der Halle langfahren sehen. Okay, wird dann. Also, wenn Sie Ihre beiden Vehikel mitnehmen würden. Kein Problem, können wir machen. Fahren Sie einmal hier hinter uns raus und fahren im LKW einfach hinterher. Jo. Ich fahre da nämlich jetzt auch rein. Den Orangenen, ja, okay. Ja. Ja. So. Aua! Pass auf! Ich bin früher auf den Fuß gefahren. Krankvogel, sollst mal besser aufpassen, Junge. Ja, wer macht denn die Tür zu? Du sollst ein Hinter rausfahren. Wo? Du bist ein Typ. Da hinne. Fahr mal einfach hinterher. Und fahr mir bitte nicht rein, sondern hinterher. Ui, was macht denn der? Haft, Junge. Ein Typ, wirklich. Bitte da rückwärts lang. Was ein Typ, wirklich. Wow. Jene geht's ja auch noch lang. Alter, was ist denn das für eine Bude hier hinten? Wo liegt da? Das hab ich ja nicht. Boah, dann müssen wir wahrscheinlich hier parken, ne? Hey, hey, hey. Wer fährt da vor mir hin? Wenn du nicht langsam lernst zu fahren, wirklich, dann fährst du in der Zukunft, dann verkaufen wir das Wiegel und fährst du nur mit mir. So ein Ding ist das. So. So. Das ist also hier die... Chris! Hä? Wir sind zwei für dich. Ja, ich komme gleich. Hallo, Herr Huber! Guten Tag. Jawohl. Das hier ist also der Bauhof, oder was? Das ist so richtig, ja. Okay. Oh, war ich auch noch nie. Schwere. Ja. Also der Bagger mit dem Schlaghammer, der gefällt mir mehr. Ja, das sind schon schöne Sachen hier, muss ich schon sagen. Schön schlecht. Wieso denn gerade alle leichteste?
Nee. So. Aber wie es weitergeht. Ja, Julian. Mhm. Theo, erzähl uns mal. Boah. Ich hab heute einen schönen Tag erlebt und hier fliegen irgendwie Zäune. Jo, das ist magische Energie. Jo. Mhm. Jo. Alter, was ist denn das für ein Anstieg hier? Jetzt kannst du mal. Hä? Komm ich nicht dran an den Zaun. Ah, jetzt. So. Und jetzt komme ich in der Mitte. Okay. Okay, okay. Ja. Dann her. Herr Vogel. Ja? Dann kannst du ja mal. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, die Aufnahmesession und das Video natürlich nicht vergessen, ein Abo und ein Like da zu lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt eure Meinung zu dem Projekt in die Kommentare und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.